Hallo Leute, heute ist mal ein Moped an der Reihe und zwar ist das ein SL2, der so mehrere Jahre nicht mehr gelaufen hat. Ich will den jetzt mal wieder in die Gänge bringen und alles mal ein bisschen reinigen und nachschauen, bis er dann halt wieder läuft. Ihr könnt die Sache gerne verfolgen, wenn ihr wollt. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe hier mal den Vergaser zerlegt und ins Ultraschallbad getan. Darin wird er dann so für 30 Minuten gereinigt und danach sehen die Teile alle aus wie neu und der Vergaser kann wieder zusammengesetzt werden. Ja, dann wäre schon mal wieder was fertig und ich kann mich der nächsten Sache widmen. Ich habe mir hier jetzt mal den Tank vorgenommen. Der war von unten total feucht und ich habe die Befürchtung, dass der durchgerostet ist. Da kam ja auch ein Haufen Dreck raus und ich will jetzt mal mit dem Schraubenzieher schauen, ob ich da schon durchpieken kann. Ich glaube, das Teil ist nicht mehr zu retten und ich werde wahrscheinlich einen neuen bestellen, weil es nicht mehr viel Sinn macht, den wieder zu reparieren. Der wurde an dem Benzinhahn auch schon geschweißt. Ja, Haufen Rost fällt auch raus, das Ding muss weg. Das ist jetzt der neue Tank oder ja, neu gebrauchte. Der hat von innen gar keinen Rost und sieht super aus. Der wird jetzt mit Aceton von innen gewaschen und dann will ich da eine Tankbeschichtung von innen auftragen. Und zwar werde ich den jetzt mit Aceton schütteln und dann das Aceton wieder ablassen, um die restlichen Ölrückstände zu entfernen. Und dann kommt da eine Tankbeschichtung rein. Die wird dann genauso wie das Aceton im Tank geschüttelt und wieder abgelassen. Und das macht man 3 Tage nacheinander. Und nach einer Woche Aushärten ist das Ganze dann erledigt und der Tank ist von innen super glatt und sollte auch nicht wieder anfangen zu rosten.
Ja, Leute, das war's mal wieder von mir. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier alles so verbaut habe an Materialien, ich setze das dann in die Videobeschreibung. Und falls ihr selber noch irgendwelche Projekte habt, die ihr noch nicht angefangen habt, also ich meine jetzt Mopeds oder Motorräder, könnt ihr sie mir gerne vorstellen unter meiner Mail, die ich auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ich schaue mir das dann mal an, was ihr da so stehen habt, und wir können das ja dann absprechen. Vielleicht kann ich euch das ja zum Laufen bringen. Ich freue mich auch auf neue Projekte, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ja. Und ein Abo wäre natürlich auch cool. Bis zum nächsten Mal.